Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge. Und ja, eigentlich wäre ja jetzt hier das Bayern-Spiel, was ich eben gerade aufgenommen habe. Und vor der Aufnahme hat einfach mal mein Aufnahmetool gesagt, ey, ich habe eine neue Version, ich bin jetzt nicht mehr 1.8.3.5, nein, ich bin jetzt die neue 2.0-Version mit neuer Oberfläche und hast du nicht gesehen. Und ja, du guckst dann einfach mal rein und Mikrofon ist alles drin, super, super, dann nimmst du einfach mal fröhlich auf. Nachher beim Schneideprogramm merkst du auf einmal so, wo ist denn die Tonspur? Wo ist die Tonspur vom Mikrofon? Ja, da seht ihr nochmal das Ergebnis. 0-0 haben wir gemacht. Du merkst einfach, was ist los? Gehst nochmal in das Menü rein von dem Aufnahmetool und siehst, dass das Häkchen raus ist, dass das Mikrofon halt ständig aufgenommen werden soll und nicht per Tastaturdruck. Kriegst du halt einfach nur einen Crash oder so. Ne? Okay, dann einfach hier live in the wood machen wir dann hier einfach weiter. Ihr habt nicht wirklich jetzt, sag ich mal, was verpasst. Obwohl, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jatta würde ich eher ein bisschen pushen. Obwohl, nein, Mittel will ich nicht. Wenn, dann soll er schwer. Schwer auf jeden Fall. Ihr habt nicht wirklich viel verpasst aus dem ganz anderen Grunde, denn wir haben es nicht über ein 0-0 hinausbekommen. Aber es war ein gutes 0-0. Und was dazu zu sagen wäre, war noch gewesen, die Bayern hatten es zu Hause bei uns auch gerade noch so geschafft zu gewinnen. In der 88. Minute, glaube ich, hat, ach du Scheiße, jetzt habe ich auch noch Training starten. Nein, oh, ich drehe durch, Alter, nein, will ich nicht, das kriege ich eh nicht hin, leck mich am Arsch. Beenden alles. Ja, beende, beende. Ah, beende. Ah! Oh, ich drehe gerade richtig durch, Alter. Ja, Bobby Wood. Nein, ich mach nochmal. Ah! Ey, leck mich doch am Popo-Kartepedel, Alter. Jetzt geht irgendwie alles gerade richtig nicht so, wie ich es gerne möchte. Sagen wir es mal so. Also, nochmal von vorne. Wie gesagt, die Bayern haben es bei uns am fünften Spieltag über ein 0-1 gerade so hinbekommen. Und ich wollte sagen, dass in der 88. Minute war es ein gewisser Ribéry, der mit einem Lucky Punch das Ding dort reingesammelt bekommen hat. Es war das letzte Spiel halt gewesen von unserem berühmten und allerliebsten Bruno Labbadia. So, nun wäre natürlich die Frage, wir haben es jetzt mit einem 0-0 hinbekommen. Hätte ein 0-0 die Stelle von Labbadia gesichert? Fragezeichen. Das würde ich gerne mal von euch wissen. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, er hätte es mit einem 0-0 retten können? Fragezeichen halt. Ne? Wie gesagt, schreibt es mal einfach in die Kommentare. Wir gucken mal. Ja, da wurden welche abgestellt, alles klar, alles klar. Monatliches Scouting, wir gucken mal, was hat er denn hier gefunden? Ja, 68, 88, nie kannst du knicken, obwohl, ach, 88, er ist 15. Er hat jetzt schon zwischen 48 und 62. Wie lange guckt er ihn schon? 2 Monate, dann soll er nochmal. Oh, er hat hier 74, 94, ist aber 17 und hat jetzt mal gerade eine 45 bis 57. Also da bin ich jetzt mal ein bisschen härter und sage, nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Hier genau das gleiche, 39, 55. Das wird nichts, der wird niemals so gut. Der wird niemals so gut. Hier 63, 85, nein. Ein Monat, nein. Komm, lass sein, 86. Die anderen Werte sehen ja ganz gut aus. 50, 70, nein. Ablehnen. Die beiden kannst du mal ein bisschen weiter gucken hier. Meine Güte nochmal, Alter. Das wird richtig schwer jetzt hier, auch gerade was Jugendmannschaft angeht. So, gucken wir mal. Wir werden mal mit Nico Zetz halten, es versuchen gegen Hertha und wir sehen uns dann gleich im Spiel. Und PewDiePie's Tube Simulator hat mir gesagt, dass mein Geschenk endlich da ist. Also, bis gleich im Spiel.
gegen die Jungs aus der Heimat. So, und dann sind wir natürlich nicht in der Heimat, sondern wir sind in der Hauptstadt. So meinte ich natürlich eigentlich. Blau-Weiß gegen Blau-Weiß oder Blau-Weiß-Schwarz gegen Blau-Weiß-Schwarz. Und auch wie bei den Bayern regnet es aus den Strömen. Und ja, Aufstellung habt ihr ja schon soweit gesehen. Ich werde euch das Beste, wie gesagt, zusammenstellen. Ich habe eine kleine individuelle Taktik, da ich bei einem Twitch-User mal so ein bisschen ein paar Tipps mir geholt habe, wie man dann das gut einstellen kann. Ich muss gucken, ob ich das hier auch bei den Bayern so gut hinbekomme. Ramos wird dort einfach mal gefoult. Oh, ich hoffe, dass er nicht verletzt ist. So, wir machen mal jetzt hier ein bisschen schnell. Jetzt mal über... Ach, das wird doch wieder nichts. Eieieiei. Schönes Olympiastadion. Ich würde mal gerne hin zu einem Spiel. Meinetwegen auch, wenn Hertha nicht gerade gegen Hamburg spielt. OMG, Ekdal, Alter, was war das? Das war eine 1000%ige Chance. Er war davor, er tippt das Ding an. Jahrstein lag unten und Ekdal schießt das Ding rüber. Das ist, ich gucke nochmal, ob man das vielleicht nochmal in der Sofortkamera vielleicht nochmal sehen kann. Das ging halt gar nicht. Irgendwie, ich muss mal eine andere. Nicht die Tele. So, können wir das hier so nochmal? So. Jahrstein konnte nur abwenden und dann hier, guckt euch das an. Er kommt nur ganz kurz ran, aber er schießt das Ding einfach mal ganz hart über das Tor hinüber. Albin Ekdal. Also bei Longshots hat er mich ja schon mal richtig fasziniert, ja. Aber bei manchen Dingen, da fragst du dich echt nur so, what the fuck, Alter, Mann. Eieieiei, da stolpert er, der Ibisevic, einfach mal über seinen eigenen Fuß. Und was bekommen wir? Ja, wir bekommen einen absolut beschissenen Freistoß. Und oh, das wird richtig böse. Aber wir konnten zum Glück gut. Oh, Douglas! Nein! Oh, ich denke, Adler kriegt den. Mache nichts und Ibisevic köpft das Ding dann einfach rein. Nachlässigkeit wird absolut bestraft. Ich dachte halt so, Adler kommt da ran oder der Nächste, er macht das einfach schon. Nein, da macht niemand was. Adler kann dann auch mit den Fingerspitzen ran, habt ihr das gesehen? What the fucking hell, Alter, Mann. Ach du heilige Scheiße. Naja gut, okay. Noch ist nicht alle Tage Abend. Ja, das war jetzt eine Aktion, mehr wohl mit Emotionen behaftet. Und da bekommt Luis Holtby hier die gelbe Karte. Und wir haben wohl auch einen Verletzten, deswegen hier schon die böse Aktion. Oh, das hätte auch ganz böse ausgehen können. Es gibt halt noch nichts. Ja, unten die Nummer 17, er winkt schon mit der Hand. Aber es wird nichts. Hier vielleicht Ramos jetzt mit der Möglichkeit über Müller. Der kann sich das Ding weiter vorsetzen. Oh, das gibt's nicht, über Jahrstein rüber. Das kann nicht wahr sein, Alter. Was ist denn hier los mit unserer verdammten Chancenüberwertung? Ich nimm angeschnittenen Schuss und der macht ihn trotzdem links. Das ist einfach ein Hohn. Ja, und dann war hier Michael Gregorisch mit der Möglichkeit, hier schön über Ramos rübergespielt. Der konnte richtig abziehen und was macht er denn dort? Das kann einfach nicht wahr sein. Da geben wir einfach ihm mal wieder die Chance, was zu machen und er versammelt sie. Alucci geht
Haraguchi kommt, ein Uchi nach dem Uchi-Duchi. Was für ein Wortspiel. Tja, und damit ist dieses Spiel dann auch vorbei. Ich kann nur sagen, ich konnte wieder kotzen, denn es hat nichts funktioniert. Ach, es ist wieder keiner nach vorne gegangen. Ich habe keine Ahnung, was wieder irgendwie los war mit den Jungs. Als ob sie schon wieder keine Lust hatten oder irgendwie die Taktikeinstellung nicht war. Ich habe keine Ahnung, es ist wieder, Kostic ist erstmal für 3 Wochen raus aus dem Spiel. Okay, das ist jetzt hier die Möglichkeit für Lapin natürlich. Wir gehen mal in die Reihen, so, wir tauschen das mal ganz kurz auf. Kriegt Waldschmidt hier nochmal die Möglichkeit, ich guck mal hier nochmal Taktik. Hier, ich habe das doch gemacht, also, aber wieso sollte hier schon wieder geordnet sein? Das sollte nach freier Wahl sein und so. Ach, es ist, ach, das ist einfach zum Kotzen. Irgendwie ist das alles noch nicht richtig hier mit dem ganzen Scheiß. Ich bin noch nicht wirklich zufrieden, vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen. Es hat einfach irgendwie nichts funktioniert, keiner war wirklich vorne gewesen und wenn ich dann mal den Ball bekommen habe, dann ist der halt immer an irgendwen abgeprallt und oh, es fehlt einfach das gute Zusammenspiel. Irgendwie läuft es gerade gar nicht hier bei uns und ich hoffe, dass jetzt die Tonspur auf jeden Fall aufgenommen wurde. Bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein.